Hallo zusammen und herzlich willkommen hier einem neuen Unboxing. Es ist lange her und deswegen habe ich auch zwei Kisten liegen, die ich mit euch zusammen auspacken möchte. Noch vorneweg, in der letzten Box war so ein komisches Lego-Männel drin. Das habe ich nicht zusammengebaut bekommen. Ich habe einfach zu dicke, fette Pfoten und die Bauklötze waren zu groß, zu klein, andersrum, ja. Aber egal, wir widmen uns jetzt dem August-Loot. Mit dem Thema Headshot. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was überhaupt drin sein soll bei Headshot. Außer Blut verbinde ich damit nicht viel. Deswegen schauen wir einfach mal rein, was hier drin ist. So. Und das T-Shirt wie immer als erstes. Wir haben ein Sonic Headshot. Okay. Sonic the Headshot. Stimmt, der heißt so. Das war... Na gut, ich habe nie Sonic gespielt, das muss ich einfach zugeben. Aber ich finde es recht amüsant, das T-Shirt. Mit einem toten Mario drauf. Und das legen wir einfach mal hier so hin. Und packen mal noch den Rest aus. Ein Schnapsglas mit einem Fadenkreuz drauf. Weniger spektakulär. Dann ein Halo Master Chief. Hä? Steht hier drauf, was das sein soll? Es ist Made in China, das steht drauf. Ist das eine Gürtelschnalle? Das ist es, glaube ich, nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber wir können ja danach gucken. Es gibt ja immer noch diesen tollen Zettel zum Schluss, wo drauf steht, was was ist. Dann haben wir Gears of War. Irgendwelche Bonbons, wie immer. Bonbons sind toll. Bonbons mache ich immer gleich auf und essen wir das Ganze doch mal. Ah, Minzbonbons. Ah ja. Da waren die Cola-Bonbons besser, finde ich. Aber gut. Dann ein Dead Space 3 Armband. Einen Headshot-Button. Ja, okay. Ja. Und Killzone Shadowfall. Ach, Aufkleber. Portemonnaie, okay. Aber man kann es ehrlich, es ist zwar hübsch, aber wer rennt mit so einem Portemonnaie rum? Also, ich nicht. Aber schick ist es. Es sieht jetzt auch nicht auf den ersten Blick sehr minderwertig aus. Naja. Und dann holen wir doch mal noch den Zettel raus und dann gucken wir doch mal, was das ist. Es ist tatsächlich eine Gürtelschnalle von Halo. Okay. Counter-Strike-Button, den hat man. Geldbeutel. Ah, da ist noch ein Sticker. Vom guten alten Duke. Ja. Ja, naja. Weniger spektakulär diesen Monat, oder zumindest den August-Monat. Aber wir haben ja noch den September-Loot. Und würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal noch mit rein. Ich packe das kurz hier alles wieder zurück. Und dann schauen wir mal noch in den September-Loot. So, September war das Thema Fantasy. Und ich wurde leider schon ein bisschen gespoilert, deswegen weiß ich schon mal ein, was drin ist, aber das werden wir uns jetzt gleich einfach mal anschauen. Das sieht nicht wie ein T-Shirt aus. Das sieht eher wie eine Tasche aus. Oder sowas. Von Zelda eine Tragetasche. Das ist schon eigentlich richtig cool.
Huch. Von Zelda eine Tragetasche. Damit würde ich sogar rumlaufen, tatsächlich. Gut, da könnte man dann auch das Portemonnaie nehmen von Killzone. Nerdiger geht es dann schon fast nicht mehr. So, schauen wir mal weiter rein. Und es gibt tatsächlich noch ein T-Shirt. Das ist ja irre. Von Final Fantasy. Mit so einem Typen drauf. Das würden wahrscheinlich jetzt fast alle wissen, wer das ist. Ich weiß es nicht, weil ich nie Final Fantasy gespielt habe. Aber sieht cool aus. Ich hätte da jemanden sogar, dem das richtig gefallen würde. Ich bin ein übelster Fan, Final Fantasy-Freund. Ein Trinkbecher von. Soll das Darksiders sein? Ich weiß es nicht genau. Dann haben wir Diablo, die wahre Geschichte. Ein Buch über Diablo. Über Diablo 1, Diablo 2 und Diablo 3. Das finde ich cool. Gerade die Story im Diablo ist eigentlich eine richtig schöne, die leider in den Spielen nie so gut erzählt wird. Dann haben wir noch ein. Irgendwoher kenne ich den Button, ich weiß nur nicht, woher der kommt. Dann haben wir noch einen der Elder Scrolls Kette mit dem komischen Ring, der mit Sicherheit einen Namen hat. Ouroboros Pendant, naja. Und jetzt kommen wir zu dem besagten Gimmick, den ich kenne, nämlich den The Secret World Game Key. Der, ja, ich denke, den werde ich verlosen. Da haben die Leute mehr was davon als ich. Und dann schauen wir doch nochmal hier auf den Zettel. Genau, der Elder Scrolls Online Halskette. Legend of Zelda Tasche. Ah, das ist auch Final Fantasy Trinkbecher. Okay, damit hätte ich es jetzt nicht. Ja gut, wie gesagt, ich habe es nie gespielt. Okay, das ist von LOL. Ein Button. Ja, und das Buch. Gut, das war es so viel zu dem Loot im September. Und dann kommt demnächst noch der Oktoberloot. Aber dafür müssen wir noch einen guten Monat warten. Bis dahin wünsche ich euch was. Bis bald.